ja ausgiebig über die Thomas Lloyd Cleantech Infrastructure Asia Holding GmbH, den Ärger der Thomas Lloyd Holdings Limited in England und der Klatsche vor dem Landgericht Dortmund gegen die CT Infrastructure Holding Limited berichtet. Zuvor haben wir vor den Vorhaben der Thomas Lloyd gewarnt, ein Fondssplitting durchzuführen. Zusammen mit den Erkenntnissen, dass bei der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages Daten hinterlegt sind, ist für uns der Verdacht, dass etwas nicht stimmt, mit den Unternehmen der Thomas Lloyd erhärtet. Uns war natürlich völlig klar, dass auch das Handelsblatt über Thomas Lloyd berichten würde, denn das Handelsblatt hatte Thomas Lloyd ja bereits vor Jahren auf dem Warnschirm. Trotzdem nehmen wir natürlich auch abstruse Schreiben ernst und beantworten diese auch. Für Thomas Lloyd und Michael Sieg könnte es in Bezug auf Vertrieb und Anleger nun aber eng werden. Wir haben zu dem Thema eine Interessengemeinschaft ins Leben gerufen, um Anlegerinteressen zu bündeln. Gemeinsam mit zwei Rechtsanwälten, unter anderem Rechtsanwalt Jens Reimer aus Bautzen, wollen wir uns nun der weiteren Aufarbeitung des Themas Thomas Lloyd widmen. Wir sind dann mal gespannt auf die Reaktionen aus dem Hause Thomas Lloyd, ob man die auch mit einem Anwaltsschreiben beglückt oder das so im Raum stehen lässt im Unternehmenskonstrukt von TU Michael Sieg.